unserer Vereine. Ihnen gilt als diejenigen, die heute entschieden haben, die diese Wahl mitgestaltet haben, mein besonderer Gruß. Ja, Sie haben es gehört. Die Rathausglocke hat nach über 50 Jahren das erste Mal wieder geläutet. Und wir haben in den Annalen geschaut, welchen Hintergrund diese Glocke hat. Sie wurde früher bei ganz besonderen Ereignissen geläutet und es waren zwei wesentliche Dinge. Wenn es um die Versteigerung von Gemeindegrundstücken und Alment-Grundstücken ging, das war lebensnotwendig für die Menschen, da hatten sie geläutet und eingeladen damit. Und das zweite, nicht wichtigere, war die Wahl eines Bürgermeisters. Und heute Abend läuten wir sie für diese Bürgermeister. Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen, jetzt das Ergebnis. Die Wähler, die Wahlberechtigten, 3.902 Wahlberechtigte. Davon haben die Stimme abgegeben 2.681, das sind exakt 68,71%. Wir liegen nicht ganz bei 70, aber ein großes Kompliment nach wenigen Wochen der Bundestagswahl wieder so viele zusammenzubekommen. Ich bedanke mich bei den Wählern ausdrücklich. Und jetzt das Ergebnis. Von diesen insgesamt abgegebenen 2.675 Stimmen, gültigen Stimmen, waren 6 ungültig. Kann man gut verkraften. Auf die Bewerber entfielen folgende Stimmenzahl: Herr Bernhard Diehl 359 Stimmen, auf Herr Benjamin Mors 2085 Stimmen, auf Herrn Matthias Schaubel 225 Stimmen. Danke für Ihren engagierten Wahlkampf, für Ihre Fairness und für Ihre Offenheit, die Sie bei dieser Vorbereitung gezeigt haben. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich Bürger von Steißlingen. Das ist was Besonderes, wenn in Steißlingen gewählt wird. Ich kenne kaum eine Gemeinde, in der die Wahlbeteiligung so groß ist und selbst wenn der Kandidat zum vierten Mal auftritt. Dieses war heute anders gewesen. Die Bürgermeisterglocke läutet eine neue Ära ein. Lieber Herr Moss, Sie haben in einem fairen Wahlkampf von den Bürgerinnen und Bürgern die überwiegende Zahl der Stimmen bekommen, eigentlich, muss ich wirklich sagen, ein fantastisches Ergebnis im ersten Wahlgang. Und wenn die Zahlen so sind, dann gilt es nur noch eine Frage zu beantworten. Herr Moss, nehmen Sie diese Wahl an? Selbstverständlich. Liebe Steißlingerinnen und Steißlinger, liebe Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Wiegs, ganz nah ran. Danke, wenn ich gerade technisch angewiesen soll jetzt. Ich bin überwältigt, fast sprachlos über das Ergebnis. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es hier in dieser Konstellation für mich heute ausgeht. Wie gesagt, ich bin fast sprachlos. Die Kulisse hier ist auch sehr beeindruckend für mich. Es freut mich, dass ich hier in Steislingen so ein Ergebnis erzielen konnte. Ich bin umso mehr motiviert, die nächsten 8 Jahre mit Ihnen gemeinsam zusammen die Gemeinde Steislingen weiter voranzubringen, auf Augenhöhe mit Ihnen Kommunalpolitik zu machen, mit Ihnen das Gespräch zu suchen, wie ich das schon auch in den letzten Wochen und Monaten getan habe. Ich bin bestrebt, das weiter zu tun. Und ich nehme das Ergebnis als Verpflichtung und als Ansporn, weiter hier in Steislingen tätig zu sein. Ich möchte mich ganz kurz bedanken bei Ihnen allen für Ihr unglaubliches Vertrauen mit 77%, das Sie mir heute ausgesprochen haben, aber auch bei allen Bürgern, die mich nicht gewählt haben. Ich bin Bürgermeister für alle und möchte mit allen zusammen die Gemeinde weiter voranbringen. Ein kurzes Dankeschön. Bei dem Sie an unendlichen Türen geklingelt haben, in direkten Gesprächen mit den Bürgern von Steislingen diskutiert haben und sich Publikumsdiskussionen für Ihre Ziele eingesetzt haben. Den aktiven Wahlkampf, den Sie in den letzten Wochen in Steislingen absolviert haben, verdient den Respekt aller Bürger. Sie haben es uns nicht leicht gemacht bei Ihrer Wahl. Alle drei Kandidaten haben mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten sich um die Nachfolge von Herrn Ostermeier gekämpft. Durch die Kandidatur hatten wir Steislinger erstmals wieder nach 40 Jahren die Wahl. Und nur so kann eine Demokratie möglich sein. Leider gibt es auch bei Wahlen Verlierer und ich möchte mich beim Herrn Thiel und beim Herrn Schaubel recht herzlich bedanken, dass sie uns in Steislingen diesen Wahlkampf geboten haben und wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg alles Gute. Sie haben in Ihrem Wahlkampf schon gesagt, dass Steislingen eine attraktive und für Sie aktive Gemeinde ist und genauso ist es auch, weil nämlich, und ich möchte jetzt mal einen kleinen Vergleich ziehen, ich war heute Mittag bei der Narrenvereinigung Hegger-Bodensee-Gesamtkonvent in Tengen. Und ich denke, Ihr zukünftiger Kollege Marian Schreier ist heute da, er hole ich Sie hin. Der hat seine Gemeinde gelobt. Und zwar hat er gesagt, er hat in Tengen eine attraktive Gemeinde mit 9 Teilorten und 60 Vereinen. Herr Moos, Sie haben 2 Teilorte und 30 Vereine. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Und neue Kollegen von Ihnen heute hier und ich denke, wir alle freuen uns, Sie in unseren kollegialen Kreis mit aufzunehmen. Für Steislingen ist heute ein historischer Tag, denn zum ersten Mal seit 40 Jahren hatten Sie die Gelegenheit, einen neuen Bürgermeister zu wählen und dieser Benjamin Mars hat das Zeug, dass die Rathausglocke wieder 40 Jahre warten muss, bis er erneut zum Einsatz kommt. Ich gratuliere Ihnen zum überwältigenden Ergebnis. Knapp 78% im ersten Wahlgang zu schaffen, ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, ein großer Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger aus Steislingen. Ich bitte Sie, ihm dieses Vertrauen auch in seiner Amtszeit zu schenken. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo es nicht so ganz einfach ist und da braucht auch er, wie wir auch, die Kolleginnen und Kollegen mit dem Landkreis, den Rückhalt unserer Bürger. Herr Moos, unter Kollegen spricht man sich mit Du an. Ich heiße Johannes Benjamin. Herzlich willkommen bei uns im Kreis.